Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Sheriff Bredrax spielt mit den Zombies oder versus Zombies. Und ja, ich war über die Nacht ein wenig fleißig, habe hier ein bisschen rumsortiert, geguckt, was wir Materialien hier in unserer tollen Kiste schon angesammelt hatten und habe dementsprechend ja, zu gut Use gebracht und haben uns ein paar Klamotten gecraftet, wie man hier so schön sehen kann. Also, wir haben jetzt hier einen vernünftigen Pflanzenfaserhut, ja, der ist nicht wirklich vernünftig, aber wir haben einen Pflanzenfaserhut an, der halt einen Cowboy-Hut simuliert, aussieht. Ja, das ist unsere Sheriff-Krampe, unser Sheriff-Hütchen. Kopftuch, ja, zurzeit halt nur wegen, ne, Kälte und Hitzewiderstand. Ich könnte auch ein bisschen Rüstung herstellen, so wie eine Denim-Hose und ich glaube, die Cowboy-Stiefel hat man, glaube ich, schon im Video selber gemacht. Fleisch habe ich auch ordentlich gebutzelt, ordentlich was davon habe ich auch schon weggemümmelt, weil, naja, wir waren sehr hungrig. Ein bisschen haben wir noch auf Vorrat hier. Ich habe ein bisschen zu viel Wasser gekocht. Ich hätte ein bisschen was davon umwandeln sollen in Kleber, weil sonst ein bisschen Klebeband ausging. Sonst hätten wir noch ein bisschen mehr machen können. Aber das ist schon gar nicht mal so schlecht vom Start her. Und ja, dann gucken wir mal, was Tag 2 bringt auf unserem Weg, Sheriff zu werden. Noch sind wir eher so mehr so auf Deputy-Status. Und ich glaube, ja, muss schon sagen. Ich glaube, wir haben hier hinten noch was vergessen. Ich habe nämlich nur hinter zwei von den Dingern geguckt. Guck mal einer an. Mehr Asche in der Tasche und noch einen weiteren Dietrich. Da freut man sich. Ein Aloe Vera. Komm, nehmen wir mal auf die Leiste. Wir kriegen bestimmt irgendwo Schaden. So skrupellos, wie ich in meine Gegner reinrenne. In die Gegner. So, es ist so fast Morgengrauen. Ein bisschen zu früh angefangen mit dem Video, aber macht nichts. Den Platz da, das kleine Gebäude da, haben wir auch noch gelootet gestern. Habe ich aber nicht im Video gelassen. Ich habe probiert, das Video kurz und so klein wie möglich zu halten, um zu gucken, ups, ob ich das bei BitChute hochladen kann. Aber wir sind immer noch mit der Folge 1 über 2 GB von der Größe her gekommen. Und naja, 2 GB ist maximale Upload-Größe da. Wir haben keine Munition für die Waffe. Tja, da muss der Bär da erstmal rumlaufen. Ich glaube, du verschwindest sowieso, wenn es hell wird. Oder so im Laufe der Zeit. Das Fleisch lockt dich an, wa? Das Fleisch macht dich auch sehr, ja, das reizt ziemlich, den Bären jetzt zu erledigen für das ganze lecker Fleisch. Aber ich glaube, wir lassen da erstmal die Finger von. Okay, wenn wir hier rausgehen, sollten wir sowieso nicht mit dir konfrontiert werden. Mach die Klappe hinterm Böppes zu. So, und dann geht's hier raus. Im Morgengrauen. Händler hat zwar noch nicht los, aber ja, bis wir da ausgebuddelt haben, sollte es eigentlich soweit sein, dass der Händler da wieder geöffnet hat und wir die nächste Quest holen können und unsere Belohnung einkassieren können. So, wieso renne ich eigentlich schon wieder mit der Waffe rum, obwohl wir keine Muni haben? Das macht keinen Sinn. Habe ich die schon gelootet? Habe ich noch nicht gelootet. Oh ja, komm, passt doch wunderbar. Da haben wir schon wieder unsere Dosensammlung für diese Folge. Mal gucken, wie viele Dosen wir diese Folge ansammeln. Und weg wie es bist du wieder von der Leiste. Guck mal, ich kann dich eigentlich auch hier hinziehen. Den Platz habe ich eigentlich für eine Pumpgun vorbehalten, die wir noch nicht haben. Wir könnten, wenn wir ein bisschen mehr Kleber haben, eine Rohr-Pumpgun machen. Aber die sind scheiße. Gucke mal, selbstgebaute Schrotflinte. Naja, geschenktes Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? Dich werden wir auf jeden Fall in die Leiste bringen. Auch wenn ich dich eigentlich nicht nutzen will, sondern eine höhere Variante. Aber naja, wenn wir es schon mal haben, können wir dich reparieren. Was brauchst du zum Reparieren? Leder. Dann würdest du nämlich, glaube ich, mehr zum Verkaufen bringen, ne? Warte mal. Mal gucken. Mach mal hier die Verkaufsecke. Was wir auf jeden Fall verkaufen wollen. So, du auch. Ja, Durst haben wir noch nicht, da kannst du da erstmal so liegen bleiben. Machen wir dich kaputt, machen wir dich kaputt. Kriegen wir zwar nur Stoff. Brauchen wir Verteidigung? Ich glaube nicht, damit sollten wir eigentlich fertig werden mit den ersten paar Heinis hier. Mal rumgucken, ich sehe auch gerade nichts. Wir sollten aber uns direkt mal hier einen Kaffee reinpfeifen, weil, naja, wir werden ordentlich Ausdauer verbrauchen am Anfang hier. So, wo haben wir denn? Hey, komm, mach auf da. Da ist am geringsten 0,2 Meter. Hier müsste die irgendwo sein, theoretisch. Da ist die Box. Sweet. Lass mal gucken, ob wir hier gut rauskommen. Kommen wir. Und das Mo. Wir haben null Munition. Gut, lass uns direkt die Schaufel mal kurz reparieren. Und dann. Hier kommen wir schön draußen rein. Gut, einmal alles zack, schnell ins Inventar und hier raushopsen, weil wir kriegen jetzt Besuch.
Nur von einem? Autsch. Trotzdem down. Nee, das war eine Krankenschwester. Die kommt hinterm Steinchen hervor. Und da haben wir so ein Wirbelwabbel. Ja. Ja. Krankenschwesterchen, komm mal hier. Ja, wirst du mal zurückgepiekst, wa? Mhm. Hast du davon. Jahrelang sadistisch andere Leutchen gepiekst. Jetzt wirst du selber gepiekst. Da bist du am Rumholen. So, was haben wir denn bekommen? Dose Erbsen, Murky Water, Goldrutentee und Blaubeerkuchen. Naja, nice. Blaubeerkuchen eventuell für die Horde nach aufbewahren. Das ist das beste, was wir haben, was Ausdauerbonus gibt hier. Nahrung, Gesundheit, Ausdauerbonus. Nahrung und Flüssigkeit, so hört sich besser an. Alright, Lady, was hast du denn für uns? If you got the Dukes, I'll make the time. Alright. Creepy. Congratulations. Vorbot. I can make my payment to the Duke now. Okay, und wieso gratulierst du uns dafür, wenn du jetzt deinen Boss bezahlen kannst? Macht keinen Sinn, aber okay. Ich glaube, Verbandskasse ist, glaube ich, die bessere Wahl. Ihr Sperrjägerbuch haben wir sowieso schon. Obwohl, das könnten wir ja wieder zurückverkaufen, ne? Ja, lass uns mal hier ein paar Dukes machen hier. So, lass uns mal dein Inventar gucken. Hier, nimm das Buch zurück. Da ist der Verkaufsbutton. Bam. Da ist soweit sonst nichts, was wir verkaufen wollen. Aber hier, die hier kriegst du. Ja, da haben wir das natürlich noch nichts zum Reparieren, aber dann verticken wir euch so. Könnt euch auch erstmal wieder zurück zur Basis nehmen und dann da reparieren und dann verticken. Aber so ist auch schon ganz gut. Wir sind fast da, wo wir hinwollen. Für. Was wollten wir eigentlich nochmal holen? Hier waren noch ein paar nette Sachen da drin. Nicht das Maschinengewehr. Hier, den Bauplan hatten wir im Auge gefasst, ne? Der Sammler hatten wir im Auge gefasst. Und im allgemeinen Bereich war noch irgendwas, was wir ins Auge gefasst hatten, ne? Mal gucken, was wir wieder ins Auge fassen. Ja, der Messbecher, genau. Der Messbecher war's. Na gut. Soweit so in Ordnung. Yeah. Gib uns eine neue Aufgabe. Vergrabene Vorräte? Nee, das reicht jetzt erstmal so ein bisschen. Das ist das, was am kürzesten ist. Das wäre hier abholen die 150 Meter oder beseitige Zombies 151 Meter. Nehmen wir erstmal die 150 okay. Meter. Be careful and try not to get yourself killed. Ja, I try my best. Alright. Vielleicht sollten wir uns auch eine kleine Box hier irgendwo hinpatschen. Ja, lass uns hier in uns ein Boxchen klatschen, damit wir nicht mal alles rumschleppen. Da so eine. Geh mal auf den Slot erstmal. So, dort wollen wir nachher mit zur Basis bringen. Wie weit können wir denn an die Dame ran? Da will sie nicht mehr. Dort mitten auf die Straße. Fährt ja sowieso kein Auto. Manchmal ist auch, glaube ich, ein Köter, wa? In der Garage. Da waren wir auch schon dran. Da können wir aber nochmal dran, weil wir das jetzt hier starten. So, ist leer. Und neues Büchlein. Immer schön lesen. Eigentlich könnten wir die Bogenbücher auch direkt verkaufen, ne? Ich doch, da ist ein Zick hinter der Waschmaschine. Man Warrior. Doch nicht. Mechanical Typ. Ja gut, das hat geklappt. Sweet. Hab ich nicht mit gerechnet. So, ich mach mal trotzdem hier weg. Gibt's, glaube ich, Stoff, wa? Ne, gibt's gar nichts. Gibt's auch nur wieder Holz. Warte mal, ist das intelligent? Müssen wir da nicht irgendwo noch hochklettern? Ne, da müssen wir, glaube ich, nicht hochklettern. Oh, Repair Kits. Ein bisschen Öl. Das ist richtiges Öl. Kein Benzinöl. Und, also lernen, wie du diesen Gegenstand fertigst. Geländefahrzeug, Scheinwerfermod. Ja, immer schön lesen. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwann mal hinkommen, aber. Du bist leer. Gibt's das? Komm mal da dran. Ja. Ich
gut aus. Nee, das ist nicht. Ich glaube, wir machen die Mülltonne vorher platt. Naja. Jo. Da kriegen wir dann richtige Zeugs, was wir eigentlich wollen. Ups. Oh, kaputt. Blöden Birdies. Die machen ordentlich Schaden. Hat uns die Sneakerei gar nicht gebracht. Egal, ich mach dich jetzt trotzdem, denke ich, brauche da Knochen. Und die können wir direkt benutzen hier. Und die können wir nachher wieder verkaufen. Sweet. Naja, du hast eh nichts zum Schmeißen. Ich glaube, das, naja, wäre jetzt na, super cool, jetzt mit dem Bogen da drauf zu ballern, aber naja. Dammit, Kenny. Du hast dich tolles gekloppt, ey. Dumme Sau. Mehr Dietriche, sweet. Apropos Dietriche, da war hinter, nope. Da waren wir schon dran, da waren wir schon dran. Aber Kleber, das ist sehr gut. Ein bisschen leer hier. Der eigentlich in dem Raum. Ich hätte ein paar Zombies gerechnet, aber bis jetzt nichts drin. Wieso ist ja keine Werkbankhandlung? Da ist das, was wir brauchen. Sweet, hätten wir auch direkt. Wir könnten das auch noch ein bisschen beschleunigen, das einfach nur direkt holen und dann raus. Ein Toilettenmesser. Wuhu. Ein Jagdmesser. Brauchen wir gar keins herstellen. Gut, dann können wir hier den Mod rausnehmen. So, du bist zwar nur eine Stufe 1, aber du dürftest trotzdem besser sein, oder? Du machst 5,6 Schaden, du machst 6,6 Schaden. Ja, du machst ein bisschen mehr Schaden. Gut, wir können dich sogar reparieren, weil wir Reparaturkits haben. Und wir können dich direkt verändern. Den Mod da reingepackt. Stufe 1 ist zwar noch nicht so wild, aber ja, immerhin schon besser. Gut, dann brauchen wir euch da auch nicht mehr zum Reparieren da im Inventar lassen. Dafür brauchen wir die Dinger jetzt. Ja. Wunderprächtig herrlich. Gehen wir da oder da? Gehen wir erst hier. Da kommt doch bestimmt einer raus, oder? Oder nicht? Ein Crawler, ein Creepy Crawler. Und eine Big Mama. Floings, 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 floings. Und Sayonara. Das haben wir schön gelöst. Und ein Tresor. Ich hab doch gewusst, irgendwo ist ein Tresor. Haben wir hier für eine Brille Beweglichkeit plus 1. Nur wir haben Beweglichkeitsbild. Dann lass uns das direkt mal tragen hier. Obwohl, naja. Bis wir eine andere Brille haben. So, Chemiestation, gibt Bauplan. Ha, guck mal. Schön, wenn die Leute auf uns hören. Wunderprächtig. Dann brauchen wir also einen Arzt, Stufe 1, nichts reinzugeben. Haben wir da nicht noch einen Punkt reingegeben? Das war der falsche Button. Aber Int, nee, da brauchen wir da nichts reingeben. Weil, die hier hat mir einen Punkt reingegeben, dann würde die Chemiestation irgendwann lernen. Jetzt können wir die auch schon. Wir können jetzt also schon Schmiede und Chemiestation. Fehlt nur noch die Werkbank und Betonmischer zum Lernen. Wenn wir die auch noch können, können wir uns da ordentlich Skillpunkte sparen. So, kriegen wir dich geknackt oder nicht? So viele Dietriche haben wir nicht. Ich glaube, drei oder vier Stück haben wir, glaube ich, nur. Damn, first try. Und, ja, das, bringt uns nicht wirklich was? Eventuell auf die Schippe? Jo, auf die Schippe können wir es packen. Aufs Messer geht es, glaube ich, nicht drauf. Wir sind schon bei 16 Dosen. Und wir haben wenn wir bei der Händlerin sind, 10 Uhr. So, was haben wir da? Eisenvorschlaghammer. Alright. Ich glaube, wenn wir dich reparieren wollen würden, bräuchtest du, was bräuchtest du? Reparaturkit, da machen wir es lieber nicht. Was bringst du uns so ein? 107 Coins ist schon eine gute Menge. Dich könnten wir, glaube ich, direkt verkaufen, weil wir kriegen ein Fahrrad umsonst. Ich meine, vielleicht bewahren wir dich auch erstmal auf. Wenn wir uns selber ein Fahrrad bauen können, können wir nämlich eine andere Belohnung nehmen. Was gibst du uns? Staubmantel. Wunderbar. Das passt. Und selbstgebaute Schrotflinte Stufe 2 wieder. Du machst 6,8 Schaden. Du machst 6,8 Schaden. Das ist null Unterschied. Dann kommst du auch in die Verkaufsecke. So. Die Bohnen, die sind für kein Rezept. Können wir direkt benutzen hier. Komm mal.
Oh, eine Eisenspitzhacke. Nice. Guck mal, das Honig dann nach da. Der Blei kannst du jetzt zerlegen. Und dann so und so. Sweet. Haben wir hier Muskelschirr, gibt nur mehr Hitzewiderstand. Aber die könnten, wir könnten eine grüne Farbe rausnehmen. Vielleicht wollen wir die irgendwo reinpacken. Vielleicht eventuell fürs Fahrrad oder so. Was machst denn du jetzt da? Das war eine Alternativmöglichkeit hier, wenn die nicht richtig versagen, habe ich mir gerade im Kopf überlegt. Dann nimmst du die Picke dafür. Aber. Das hätte man nicht überlegen sollen, dann habe ich mich direkt jetzt da drauf gekloppt. Wie? Nee, nicht zerbrechen. Komm, das war gerade so schön im ersten Try. Ja, zwei haben wir noch. Vielleicht müssen wir doch drauf kloppen. Und letzter Dietrich. Und. Damn it! Sausack. Haben wir noch einen Dietrich? Wir haben keinen Dietrich mehr. Müssen wir doch drauf kloppen. Siehst du, war ich gar nicht so weit daneben. Wunderprächtig. Ging noch ratzfatz. Mit der Stein-Dings wäre das wesentlich. Hätte wesentlich länger gebraucht. Schlagstock, Schraubstock, Dingbums da, die können wir vertickern. Und das ist auch zum Vertickern. Lass mal die Farbe nach da oben bringen. Und gut ist, das können wir zerlegen. Hunger ist soweit relativ gut gestillt. Lass uns nochmal eine Dose hinterher pfeifen. Ihr wart ja für null Rezepte zuständig. Wunderbar. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Inventarplatz frei. Und Antibiotika haben wir auch. Honig haben wir auch mittlerweile ordentlich. Es kommt so langsam rum hier. Gut, dann haben wir hier soweit alles so durch, ne? Wunderbar, dann haben wir schon die zweite Quest hier heute erledigt und du bist noch nicht mal mittags. Komm mal, da habe ich mal die Tür losgelassen. Warum machst du denn sowas? Willst du, dass der Platz hier überrannt wird? Das ist doch... Hast du ja 20.000 Zombies hier vor der Theke stehen. Und versuchen, darum rumzukloppen. I'm starting to think you like Dr. Jen. Ja, wer würde dich denn nicht mögen? I didn't think you had it in you. Schrotflintmunition oder neu. Na, jetzt gibt es uns für beide Waffen Munition. Jetzt haben wir für keine Waffe und jetzt haben wir die Wahl zwischen zwei. Ich will erst auf die 9mm gehen, das ist die sicherste Wahl. Wie gesagt, die Standard, die Schrotflinte hier ist ja auch nicht so dolle. Und gib uns mal eine weitere Quest hier, beseitige Zombies. Wunderprächtig. Und dann auch direkt hier mit dir labern. Hier für Verdicker rein. So, das verkaufen wir. Das verkaufen wir. Verkaufen wir. Das verkaufen wir, das verkaufen wir. Wieso willst du das nicht? Dann willst du das halt nicht. Willst du das? Das willst du. Das willst du. Das willst du. Sweet. So gut, dann lass uns die Munition mal hochbringen nach da. Das bewahren wir erstmal auf. Alright. Wir können wieder was holen. Da war doch der Messbecher oder sowas, wa? Da, der Messbecher. Lass uns direkt den Messbecher hier mitnehmen. So, dann lass mal gucken, ob wir das da alles da reingepackt kriegen. Soweit wie möglich. Eventuell müssen wir noch eine Box bauen. Passt. Nehmen wir auf dem Rückweg alles mit, wenn wir zur Hauptbasis gehen. Sweet. Gut. Ja, dadurch, dass wir jetzt die Brille anhaben, brauchen wir jetzt hier nur auf unbeholfen zu lernen und können dann da weitermachen, wenn wir dann auf 3 sind, obwohl wir jetzt bei 2 sind. Ein Grades gekriegt, ne? Guck, jetzt können wir nämlich hier Revolverheld und tiefe Wunden weiter skillen. Obwohl wir da eigentlich noch gar nicht sind, wegen der tollen Brille, die wir haben. Sweet! So, da oben geht's regulär rum und hier ist eine Munitionskiste. Warte, die Box, das geht schneller kaputt. Oh, cool. Munition. Apropos Munition, lass uns mal durchladen hier. Unseren tollen Schalldämpfer. Oh, jetzt können wir Sneak-Attack machen. Yay! Sweet! Ausgenockt wie ein Champion. Okay, da müssen wir da runter. Das können wir so machen. Da ist keiner drinne. Da müsste aber einer drinne sein. Siehst du, du bist gerade reingespawnt. So, direkt die Munition verballern hier. Wir wollten ja eigentlich hauptsächlich mit Messer kämpfen. Schon wieder alles passé, ne? Wahrscheinlich da hinter dem ungekippten Tisch sitzen die wahrscheinlich. Mal gucken.
Damn, die sind so getriggert worden. Waren definitiv leise genug. Ich mach mir ein Messer weg. Komm. Auf, dich zu hauen? Ja, dann sind die Enkel gedrängt. Dafür kriegen wir einen Loot weg. Immerhin. So. Du bist definitiv zum Vertickern. Du kommst dann also vertickern. Oh, da haben wir auch nicht Geld dabei gehabt. Sweet. Hellas. Man Warrior. Oh, Death Warrior. Oh Gottchen. Drei Indianer. Ne, zwei Indianer. Und wieder ein Safe. Safe müssen wir uns diesmal reinkloppen, weil wir haben keine Dietriche gefunden bis jetzt. Alright, dann machen wir das mal. Ausdauertechnisch könnten wir ein bisschen hochpowern. Und haben wir einen Heilbändenverbände, haben wir auch dabei. Ja, warte mal, lass uns mal hier. Das, guck mal, hättest du das Vitaminchen vorher benutzt, dann hättest du gar keine Verseuchung gekriegt. Haben wir einen Kaffee reingepfiffen? Haben wir noch nicht. Lass uns. Ja, lass uns das hier nehmen. Alright. So, Sesam, öffne dich. Was hast du denn da drin? Lucky Looter. Finde mehr Schrott. Ja, das können wir gut benutzen. Und hier haben wir wieder was zum Verticken. Können wir sogar vorher reparieren. Du würdest uns so. Ja, das ist schon nicht schlecht, was wir da so kriegen würden. Kloppt. So, was haben wir hier? Mehr Shotgun Shells. Das ist nice. Die haben wir bisher noch gar nicht gehabt. Oder doch? Nee, das war eine Auswahl, wa? So, du musst jetzt zu den Verkaufssachen hin. Da haben wir noch ein, ach, ein Buch, was wir lesen werden für XP. Und dich werden wir nicht tragen, dich werden wir reparieren und verticken. So, wir gehen auf leichte Rüstung. Dich brauchen wir für ein Rezept, aber dich auch. Wieso habe ich die denn vorher weggemümmelt? Ich dachte, die wird nicht für ein Rezept. Dich können wir so benutzen. Alles klar, dann lass uns mal hier voll machen, die grüne Leiste. Sweet, dann haben wir da auch wieder ein bisschen Platz. Gut, dann ist der Bunker auch soweit leer. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus auf den regulären Weg? Gibt es hier ein Haustürschlüsselchen irgendwo? So, einmal schön vertickern gehen. Green Gag. Amazing. Ich glaube, wir gehen auf das Ding hier. Munition kriegen wir schon nach und nach ran. Wie gesagt, noch nutzen wir die eh nicht so wirklich. Ja, lass uns den Klammern-Mod nehmen. Hast du noch eine Aufgabe für uns? Vergrabene Vorräte, beseitige Zombies. Ja, beseitige Zombies ist sowieso das Kürzeste. Und dein Inventar. So, verkaufe ich, wenn wir mal Shift gedrückt halten, das dann verkaufen. Aber ich glaube, das funktioniert so nicht. So, ich glaube, du hattest nur noch Klamotten im Secret Stash für uns, die wir gerne haben wollen, wa? Können wir da schon was holen? Bon. Das könnten wir schon holen. Was war das noch? Und das hier könnten wir fast holen. Lass uns erstmal hier den glücklichen Sammlerband 3. Messing ist das neue Golden Mühle. Finde mir Messing in Beute. Ja, das holen wir auf jeden Fall. Now that was a good deal. Ich weiß. Trust me. I'm a doctor. So, wo packen wir dich denn jetzt rein? Strukturellen Klammermod, Nahkampfwaffen und Werkzeugen, mehr Haltbarkeit. Ich würde sagen, wir packen wir erstmal hier rein, wa? Soll unser Schaden nicht sein. Apropos da können wir auch direkt reparieren. Nochmal da ein bisschen Platz. Apropos reparieren. Ich kann auch bei reparieren. Wir haben nämlich ein Röhrchen. Gut. Du bist lootbar, aber wir machen kein Doppelloot. Danke. Wir versuchen kein Doppelloot zu machen. Ein paar Briefkästen haben wir schon geplündert, lieber Doppelloot. Bist du schon wach geworden? Noch bewegt sich nichts. Du hast schon den Schuss versaut. Ich hätte eh höher ziehen müssen. Rennt immer irgendwie mit dem Rücken irgendwo rein, wo ich nicht reinrennen sollte. Und dann kriege ich Aua. Ja, aber meint, hier dürfte nicht drin viel. Nicht viel drin drauf sein.
kein Regal zum Durchsuchen hier? What the fuck? Hm, Kasse auch nicht zu durchsuchen? Taste kaputt oder was? Anzeige kaputt? Da muss ein bisschen was zum Durchsuchen sein. Gib hier das schöne Zement. Da haben wir ein bisschen was zum Durchsuchen. Dann haben wir wahrscheinlich hinten weg ein bisschen mehr. Ist da was drauf? Nö. Oh boy. So kann ich dich nicht an die Tür. Da könnten wir. Damit, wir haben die Hundehütte kaputt gemacht. Damit. Vielleicht sollte man erst nachladen und dann kämpfen. Aua. Der ist ja gerade super ungeschickt. Naja, hast du diesen Schuss in die Eier gekriegt. Hast du da vorne. Du musst, deine Game Skills upen. Das ist ja grausam, was wir hier veranstaltet. Mehr Repair Kits und ein Rad. Cool, wir könnten definitiv halt waschen. Wir brauchen nur noch ein Lenkrad, glaube ich, für ein Fahrrad. Dann könnten wir uns ein Fahrrad zusammenbasteln, wa? Lass mal gucken. Ja, wir brauchen nur noch ein Lenkrad. Räder haben wir leider, glaube ich. Mechanische Teile haben wir auch eins. Könnten wir uns selber ein Fahrrad basteln. Guck mal einer an. Hätte jetzt nicht im Bauplan drin sein können. Soll ich mal Tür losmachen? Komm hier. Ich bin trotzdem hier unten hier. Guck. Haha. Das tut bestimmt weh, aber du merkst ja eh nichts mehr. Lass uns bestimmt wieder in die Ecke drängen hier. Wie hieß der? Komm, Mo. Let's dance. Kloppt da oben noch irgendwo jemand gegen? Hört sich fast so an, oder? Oder war das hier das Laufen? Ich höre gar kein Kloppe mehr. Hm. Ich traue dem Braten nicht. Aber wir sind schon wieder durch hier. Coole Sache. Da haben wir hier. Die könnte man fast tragen. Aber dann verlieren wir unseren schönen Cowboy-Hut. Aber zurzeit ist das bessere Rüstung. Müssen wir erstmal tragen. Cowboy-Hut bewahren wir aber trotzdem auf. Dich können wir verticken. Und ja, den Rest so an den Mann. Ja, das können wir definitiv schon. Haben wir auch schon. Und dann können wir dich also verticken. Sweet. Sonst noch was da drin? Sieht nicht so aus. Da oben noch irgendwas? Nö. So, Mega Mopsi. Dann lass mal gucken, was du für uns auf Lager hast. Gewehr 2 bei Mod werden wir nicht brauchen. Maschinengewehr nutzen wir nicht. Bogenschießen-Ding brauchen wir auch nicht. Du würdest für 100 vertickert werden. Nur für 43. Dann nehmen wir den Bogenschießen-Büchlein und vertickern wir das direkt wieder an dich zurück. So, wo liegen wir jetzt? Wir wollten noch den Bauplan für die Magnum haben. Ne? Da sind wir fast. Und das dürfte jetzt auch die letzte Quest sein, die wir für die Fahrrad brauchen. Ne? Beseitige Zombies. Employee of the Month. Ja. You told me that before, lady. Toll außer Atem. Und Magen knurrt wieder wie Sau. Lass uns da noch nicht looten. Wir müssen erst aktivieren. Ach, das Ding hier, wo man übers Dach reinklettert. Ich glaube, da war auch wieder ein Birdie oben drauf. Wo ist der Birdie? Ich sehe kein Birdie. Da ist Birdie. Dich kann man gar nicht anscheinend. Ey. Kommt aber ziemlich nah uns ran. Komm direkt mit. Besser ist scheiße, dich zu besiegen. Oh, da machst du uns wieder Schaden. Schon wieder verseucht. Blöden Vögel. Der Messer ist scheiße für Vögel. Ich bin Keule gewöhnt. Da kannst du schön. Boom. Und weg ist der Birdie.
Ich glaube, wir gehen erst darum, ne? Komm da raus, Kenny. Versuche ich den eh schon. Moin. Tschüss, Kenny. Ach, das Ding hier. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo das für ein Haus das ist. Komm, versuche ich den eh schon. Macht auch keinen Unterschied mehr. Wir können also auch ein bisschen schneller. Ja, nun sind wir wieder hungrig. Wir klopfen den da die ganze Zeit. Das ist doch voll nervig, ja. So, Küchenpersonal mal aufstehen hier. Da sind doch immer ein paar in der Küche. Creepy Crawler. Und du da noch. Ja, komm hier, hör auf da rum zu jumpen. Doings. Alter, wie eine Nahkampfsau, ey. Ist nicht gut, hier Schaden ohne Ende. Wir haben das schon wieder fertig hier. Hier, lass uns wegmümmeln. Kann da keine wandernde Horde draußen rumrennen. Ist alles in Ordnung. In meinem Kampfstil kommt so eine Wanderhorde gerade nicht so dolle. Hört sich nach mindestens 2 an. Könnte also tatsächlich eine wandernde Horde sein. Nice. Das können wir zerlegen. Das können wir zerlegen. Und den Rest an der Mann. War ja nicht nur irgendwo Munition oder so. Cool, noch so ein Ding. Ja, können wir mal eine aufbewahren, weil ich glaube, für eine Werkbank braucht man eh eine und einen Hammer, um die herzustellen. Und dann, wenn wir noch eine selber haben wollen zum Arbeiten, sollten wir definitiv aufbewahren. Alright. So, seid ihr immer noch nirgendwo durchgebrochen? Und wo ist hier der Schlüssel für raus? Du hast einen Blumenpott vergessen. Und einen Indianer. Geh mal durchs Fenster. So, dann. If you are here to buy, I've got the best selection of medicine in the wasteland. Ja, 2 aus der Auszahl kann ich schon sehen. Was haben wir denn da? Sperrdiger brauchen wir nicht. Nehmen wir die Schrotflinten mit Zeugs und da ist das Fahrrad. Nur die Frage, holen wir uns das jetzt oder versuchen wir das selber zusammenzukriegen. Was fehlt uns jetzt für ein Fahrrad? Lenkrad fehlt uns, ne? Ja, wenn das Fahrrad was hier ist. Was soll's. Gut. Und Special-Aufgabe. Handelsgute öffnen. Wunderbar. Aha. What? So, lass uns mal gucken. Das können wir verkaufen. Vielleicht kriegen wir schon die Duke zusammen für das, was wir haben wollten. Wo bist denn du? Der Bauplan. Ja, die haben wir zusammen. Sweet. Wunderbar. Das geht ja wunderherrlich hier. So, das ist auch ganz praktisch, dass wir jetzt das Fahrrad zusammen haben und dass sie schon so spät ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt uns eben noch in die Basis, machen uns frisch. Weil wir sind ja schon wieder verseucht, ne? Bei meinem Spieltalent. Und oh, ist da noch viel drin. Fahren dann zu dem neuen Händler. Und ja, wenn wir Glück haben, schreibt man dadurch Wüste frei oder wissen, wo Wüste ist. Dann können wir uns da direkt umgucken. Ansonsten kann ich dann im Dunkeln dann halt wieder schön wieder nach Hause fahren. Und ja, im nächsten Video machen wir dann weiter. Ist das schon wieder ein Trader Jane? Haben wir hier eine Big Titty Map oder was?
Ja, da komm ran hier. Wir haben übrigens noch einen Skillpunkt zu vergeben. Fällt mir gerade mal ein. So, bevor die hier dicht macht. Ja, von einem Big Titty zur nächsten Big Titty. Ja, lass uns wenigstens in die Werkbänke reingucken. Und auf den restlichen Loot habe ich jetzt nicht so wirklich Lust. Ne, ist nichts Besonderes drin. Mal hier reingucken. Nee, Zucker hinter könnte uns gut kommen. Je nachdem, was sie hat. Felstertrümmer, falls wir Stein brauchen. Die werden wir sowieso irgendwann brauchen, wenn wir uns eine Hordenbasis bauen. Vernünftige. Also nehmen wir die schön mit. Je mehr wir davon haben, umso besser ist es. Umso länger können wir rumgraben. Effektiv. Gut, das war's so. Merkwerke technisch war es das. Keine Schematik für eine Werkbank. Naja. You again. I'm starting to think you like Dr. Jen. Ja, ich war gerade bei deiner Zwillingsschwester, nicht bei dir. Also. Good job. Yeah, I knew you could do it. So, hast du. Lass mal gucken, was du Schönes denn hast. Da sehe ich noch nichts Interessantes, was ins Auge springen würde. Ne, in dem regulären Kram gefällt mir nichts besonders gut. Compound Bow, ja, wäre für was anderes. Playthrough wäre das super. Wäre sowieso gerade zu teuer. Ich meine, wir haben noch die Sugar Buds. Technik brauchen wir nicht. Stahltiefe brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Bauplan brauchen wir da auch nicht. Bauplan Schmiede. Wir haben den Bauplan für die Schmiede hier. Hatten wir den nicht schon? Ah, das war in einem anderen Spielstand. Na gut, aber hier ist Bauplan für eine Schmiede drin. Lass uns dann direkt hier mal so ein Sugarbad einpfeifen. Hier besser handeln. Und dann dürften wir das eigentlich direkt kaufen können, müssen können. Ach, Secret Stash. Bobs. Bauplan 2.1. Jetzt können wir uns den leisten. Wunderbar. Jetzt brauchen wir nur noch... lass mal überlegen. Nicht zerlegen. Mal gucken. Wir haben... Werkbank. Haben wir, glaube ich, schon, oder? Werkbank können wir noch nicht. Zementmischer können wir auch noch nicht. Aber Chemiestation dürfen wir schon. Ja, Chemiestation dürfen wir schon bauen. Brauchen wir erst die Werkbank für. Und die Schmiede haben wir jetzt so freigeschaltet. Das heißt, wir brauchen da echt keine Pünktchen reingeben. Genau, die Chemiestation, ja, das war der Arzt. Ja, den konnten wir uns sparen. Das können wir uns schon sparen. Hier, da müssen noch Pläne für rankommen. Aber ich glaube, die kriegen wir unterwegs. Das heißt, wir könnten jetzt da oder da. Oder mal in beiden können wir einen Punkt reingeben. Wir können bessere Revolver herstellen. Und bessere Messer. Ganz davon abgesehen, dass wir da hier besser und mehr Blutungsschaden machen. Was macht der Revolver denn noch dazu? 20% mehr Schaden mit Handfeuerwaffen und 10% schnelleres Nachladen. Okay, gut. Die Pipe-Pistole können wir bei uns im Hauptquartier wieder upgraden, auf einer höheren Stufe. Werde ich wohl machen, wenn ich wieder zurück bin. Aber das machen wir außerhalb des Videos. Und ja, ich weiß nicht, ob wir genug Material haben, wir von direkt ein neues Messer machen können. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile haben wir hier den Schraubenschlüssel. Wir können ein paar Sachen auseinandernehmen, wenn wir Material rankriegen. Aber das war für die nächste Folge. Gut, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ja, ich werde mich auf den Weg zurück machen. Nachdem ich hier auf der Karte noch markiert habe, wo die Händlerin ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, in dem wir wahrscheinlich vorwiegend durch die Gegend radeln werden und gucken, ob wir irgendwo Wüste finden werden. Gut, bis dahin, also dann würde ich sagen, nee, warte mal. Und dann, gut, das war's dann aber für dieses Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein, gebt ihr Gas und habt ihr Spaß und auch wieder Winke, tschüss.